Hallo Leute, ich habe heute ein Tops und Flops Video. Das heißt, ihr kriegt so eine Review über so ein paar Produkte. 5 Tops und 5 Flops und legen wir los. Ich fange mal mit einem Top-Produkt an. Und zwar geht es hierbei um diese neuen Nagellacke von Manhattan. Da gibt es ja auch gerade dieses Kaufe 2, krieg 1 gratis und so. Ich habe mir diesen Nagellack gekauft. Das ist die Farbe 030 Don't Tell. Also pssst. Ich zeige euch mal die Farbe. Also man muss jetzt sagen, ich habe das seit 5 Tagen drauf. Und ich war damit auch schon arbeiten. Deswegen sieht es jetzt nicht mehr ganz so schön aus. Aber so sieht es mit einer Schicht aus nach 5 Tagen und so mit 2 Schichten nach 5 Tagen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich finde, dass der sehr, sehr gut hält für den Preis. Und dass es auch sehr schön aussieht und auch relativ deckend ist für so eine helle Farbe. Machen wir mal mit dem zweiten Produkt weiter, denn ihr seht das hier schon, denn ich trage es auf den Lippen. Und zwar ist das von Essence dieser Lippenstift. Das ist die Farbe 03 Come Naturally. So naturally finde ich ihn jetzt nicht. Das ist so ein bisschen, ja, es geht schon so ein bisschen in so Mauve-Braun. Und ich finde ihn einfach ultra, ultra schön. Und für den Preis kann man wirklich nichts sagen. Und ich komme mit der Konsistenz und mit dem Auftragen und mit der Haltbarkeit wirklich super, super gut klar. Und ja, den trage ich sehr, sehr, sehr gerne. Und der gehört definitiv zu meinen Favoriten. Dann mache ich mal mit einem Flop-Produkt weiter. Und zwar würde ich nicht wirklich sagen, es ist ein Flop-Produkt, aber es ist für mich persönlich ein Flop. Ich habe das in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Es ist dieses Shampoo von Sante. Und das ist silikonfrei, es hat wirklich tolle Inhaltsstoffe, die verzichten auf diese ganzen schädlichen Sachen, die in den Shampoos oft drin sind. Auch ein Grund, dass ich mir das überhaupt gekauft habe. Und ich war zuerst wirklich überzeugt, aber ich habe dann meine Haare damit gewaschen und ich habe halt Schuppen davon gekriegt. Und das ist halt ein absolutes No-Go bei einem Shampoo. Ich kann nicht zu 100% sagen, dass es von diesem hier kommt, aber das ist halt das Einzige, was ich so in meiner Haarroutine geändert habe. Und dann habe ich halt leichte Schuppen bekommen. Kann an meiner Kopfhaut liegen. Muss nicht heißen, dass das Shampoo schlecht ist. Aber ich persönlich komme damit halt einfach nicht klar. Dann mache ich weiter mit einem nächsten Flop-Produkt. Ich weiß, manche lieben es. Ich komme damit einfach gar nicht klar. Ich finde es nicht schön. Und zwar ist das von GOT2BE die Strandmatte. Und zwar sprüht man sich das so ein bisschen in die Haare. Und dann soll ich so ein bisschen beachy, waves und was weiß ich, so strandmäßig aussehen. Das ist quasi so eine Art Sea Salt Spray, also Salzspray. Und ich komme damit einfach gar nicht klar, weil ich es überhaupt nicht schön finde, das Ergebnis. Ich mache mir das in die Haare. Die sehen einfach so messy, verfilzt und gleichzeitig noch so ein bisschen fettig und keine Ahnung wie aus. Ich finde, es sieht einfach total ungepflegt aus und zu mir und meinen Haaren passt es einfach nicht. Dann kommt jetzt wieder ein Top-Produkt. Und zwar von Baptiste das Trockenshampoo. Ich bin wirklich so begeistert. Ich habe immer das von Balea gehabt, habe gedacht, ja, damit komme ich super klar, funktioniert ganz toll. Und jetzt habe ich mir das hier mal gegönnt. Ich weiß, es kostet fast 5 Euro. Aber das ist jetzt für so mittelbraunes Haar. Mir geht es gar nicht wirklich darum, dass da irgendwie Farbpigmente drin sind oder so, sondern mir ist halt aufgefallen, dass ich von dem Produkt viel, viel weniger brauche als von dem von Balea. Also ich mache mir da so ein bisschen gerade so ein bisschen drüber sprühen und meine Haare sehen wieder relativ frisch aus. Zumindest so, dass ich mit gutem Gewissen einen Zopf tragen kann. Und bei Balea war es wirklich so, es gibt einen Notfalltag und da kann ich es drauf machen und dann ist aber definitiv Haare waschen dran. Also ist nicht so, als würde ich mir nie die Haare waschen oder so. Aber ich komme einfach mit dem hier besser klar als mit dem von Balea. Machen wir weiter mit dem nächsten Flop-Produkt. Und zwar ist das, das wird jetzt wahrscheinlich einige verwundern, die I Love Stage Eyeshadow Cream. Die wird ja schon als Tube zur Primer Potion von Urban Decay gehandhabt. Aber ich finde, sie lässt den Lidschatten sehr gut halten, aber ich kann mit der Farbe überhaupt nichts anfangen. Ich habe halt sehr, sehr helle Haut. Und wenn ich mir die dann drauf schmiere, dann sieht es aus, als hätte ich einfach ein dunkles Make-up auf die Augen gemacht. Und es gefällt mir halt überhaupt nicht. Und wenn man eben nur einen sehr dezenten Look schminken möchte, dann finde ich, ist es halt etwas ungeeignet, bei meiner hellen Haut so eine dunkle Base drunter zu machen.
Das nächste Top-Produkt ist dieser Ebeline Nagellack-Entferner. Ich liebe den. Ich hatte vorher immer ganz normal Fläschchen und Wattepads und so. Aber seitdem ich den hier habe, will ich den wirklich nicht mehr missen. Der Nagellack geht so viel schneller ab. Man steckt den einfach hier rein, dreht den Finger ein bisschen und dann ist der ganze Nagellack weg. Und ich komme auch mit Glitzernagellack ganz gut hiermit klar. Und ja, man braucht nicht mehr immer noch Wattepads zusätzlich und so. Also es ist einfach deutlich schneller und deutlich einfacher. Dann machen wir weiter mit einem Flop-Produkt. Ich bin mir nicht sicher, ob Alverde dieses Make-up noch hat. Und zwar ist das das Color and Care Make-up. Aber es passt einfach überhaupt nicht zu meiner Haut. Also es passt farblich, aber ich mache das hier drauf. Und wenn ich das dann verschmiere, also nicht verschmieren will, sondern wenn ich es verteilen will im Gesicht, dann verschmiert es einfach immer nur hin und her. Es haftet irgendwie gar nicht an meiner Haut. Ihr seht es. Ich habe es jetzt so ein bisschen hin und her gewischt. Ich hoffe, man erkennt es wenigstens so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist danach total fleckig und meine Haut nimmt es überhaupt nicht an, sondern da ist quasi wie so eine Schicht dazwischen und auf der Schicht kann ich das Make-up hin und her schieben und es bleibt einfach nicht auf dem Gesicht. Mein nächstes Flop-Produkt ist eine Wimpernzange. Also wirklich ganz komisch. Ich habe eine Wimpernzange von Ebeline, die ich sehr, sehr mag. Und ich habe mir die hier neu gekauft. Die war irgendwie gerade ganz neu. Ist die in so einer Limited Edition. Und da dachte ich mir, boah, geil, eine pinkne Wimpernzange. Die muss ich natürlich mitnehmen. Aber irgendwie ist die oben so hart. Ich komme damit irgendwie überhaupt nicht klar. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil meine jetzt schon völlig ausgelatscht ist. Ich werde sie nochmal ausprobieren, aber aktuell würde ich sie eher als Flop betrachten. Dann kommt jetzt das letzte Produkt und zwar ist das wieder ein Top-Produkt, mit dem ich wirklich super zufrieden bin. Habe ich noch nicht so lange, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Und zwar ist das ein Blush von Maybelline. Ich habe das letztens beim DM gesehen, es war reduziert. Das ist jetzt die Farbe 60 Cosmopolitan. Gibt es auch in sehr vielen anderen Farben, das weiß ich. Aber ich fand die hier jetzt sehr schön. Ich mache euch mal ein Swatch. Also die ist schön pigmentiert, die Farbe. Und das Besondere an dem Blush, finde ich, ist, dass es wirklich lange hält. Also ich mache das morgens drauf und es hält bei mir wirklich den Tag über. Ich habe mich jetzt zum Beispiel auch nicht nachgeblasht oder so und ich finde, man sieht immer noch ein bisschen was. Auf jeden Fall sehe ich nicht total blass aus. Und ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut empfehlen, weil es hält wirklich deutlich länger als viele andere Blushes. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was ich gut finde und was ich überhaupt nicht mag. Und dann freue ich mich, von euch zu lesen auf Facebook, Instagram, Twitter und sonst wo. Und natürlich auch hier in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!